Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Animal Crossing und wir wollen ein bisschen angeln auf die Insel. Ach, da müssen wir erstmal uns freimachen für. Also das Inventar auf jeden Fall. Das Buch, das liegt hier so noch gar nicht. Ich leg das mal hier hin. Okay. Anscheinend. Ist auch egal. Dann legen wir es einfach nur ab. Scheißegal, wie es aussieht. Es kommt natürlich noch mal eben ein Ballon. Da sehe ich den Schatten. Ah. Nein. Ein Festtagsgesteck. Das erlernen wir natürlich noch mal eben. Gucken noch mal eben rein. Sehr cool. Jetzt kommt's doch so langsam. Ich hätte das natürlich alles schon viel früher gehabt, am liebsten wegen Weihnachten auch so, denn dann hätte ich natürlich diesen Platz hier schon viel besser weihnachtlich schmücken können. Na, das ist ja hier überhaupt noch nicht weihnachtlich. Ich habe jetzt hier den toll. Ne, und die Eiskultur. Es ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Not the yellow from the egg. Guck, da ist mein Kranz. Der ist natürlich anders als der, aber durch die rote Schleife, ein bisschen Gold mit drinne, finde ich, sieht der besser aus als der. Ne? Ist Geschmackssache. Aber der andere ist halt sehr blau und silber. So, ich habe mir nachgeschenkt. Oh, lecker Mountain Dew. Aus dem Soda-Stream. Hashtag Product Placement. Ach, die Riesenflocke. Die hat er mir... Oh, ich jetzt nur ein Ticket... Ist auch egal. Oh, bin in den Keller gegangen. Wir haben auch nur ein Insekt diesen Monat. Und das ist natürlich, also neu. Das ist jetzt der Mistkäfer, der immer die Schneebälle rollt. Und sonst halt nur Fische. Und auch nur ein Meerestier, also zum Tauchen. Der Rest ist Fluss und Meer. Das brauchen wir jetzt nicht. Ja, besitzt ihr sowas wie ein Soda-Stream? Irgendwie macht ihr euch da selber Getränke? Habt ihr da Erfahrung mit? Ich persönlich muss sagen, das ist eine coole Sache. Einmal, weil man nicht dauernd irgendwie Wasser kauft und die Plastikflaschen zu Hause hat. Ist ein bisschen besser für die Umwelt. Ja, geht zu Verlust. Meilenticket nutzen. Auf geht's. Und es gibt ja mittlerweile echt so viele Geschmacksrichtungen. Nicht alle schmecken gut, finde ich. Manches ist auch super eklig. Zum Beispiel hatte ich Schwippschwapp. Also diese Spezi-Geschichte da von Pepsi. Ah, ekelhaft süß. Das war ekel. Das war eklig. Mochte ich nicht. Aber der Mountain Dew geht. Man muss immer, da steht ja Beschreibung drauf, ne? Also auf diesem dicken Deckel zum Reinfüllen des Sirups nachher steht immer so süß, nicht so süß oder mittelsüß oder wie sie es auch immer nennen. Ich finde immer dieses ganz süß ist einfach viel zu süß, auf jeden Fall. Ja, halt, Sattel. Siehst du, was habe ich gesagt? Ah doch, da hinten geht's hoch. Das Problem, was ich hatte, ist so, wenn du dann dieses... leicht süß oder mittelsüß oder was auch immer da steht,
Das ist oft denn der Geschmack, den man kennt von den Getränken. Jetzt also bei Mountain Dew kann ich das so sagen. Aber es ist immer noch ein Tick zu süß manchmal. Oder manchmal ist es dann zu wenig süß. Also da muss man sich dann teilweise selber so ein bisschen reinfuchsen, wie viel man nimmt. Okay, Flussplateau habe ich gerade gesehen, nur von 16 bis 9 Uhr. Das heißt, den brauche ich gar nicht versuchen. Ja, aber sonst finde ich es halt geil. Ich persönlich trinke Wasser aus der Leitung. Aber meine Frau trinkt halt viel Zelda. Und da habe ich gedacht, ey, muss ja echt mal langsam Soda streamen, weil immer diese Plastikflaschen kaufen, ist jetzt auch nicht so der Hit. Das ist ätzend. Jetzt komme ich hier nicht rum, außer ich hole den Stab. Ist auch wieder keine dolle Insel, ne? Muss man mal so sagen. Oh, ich muss mit euch demnächst noch mal irgendwie ein Schlummern gehen. Ich habe eine Schlummeranschrift, das soll eine Horrorinsel sein. Ich habe das nur mal so kurz gesehen. Da soll sich einer viel Mühe gegeben haben. Das ist, wie gesagt, so horrormäßig eine Insel. Ich weiß natürlich nicht, ob sie jetzt immer noch so ist. Vielleicht hat er das auch nur zu Halloween gemacht. Habe ich jetzt eigentlich schon irgendwas, was ich brauche? Nö, der Kalmar ist diesen, also wer ihn noch nicht hat, ist wiedergekommen, glaube ich, diesen Monat. Ja, wie gesagt, Soda-Stream, ich find's cool. Hat man nicht dauernd Plastikflaschen zu Hause und so. Kann sich mal eben selber eine Zelda machen. Da haben wir was Neues. Ein Seeengel. Na, wenn's einen Seeteufel gibt. Muss dir mal eben von meiner Liste streichen. So, der ist neu. Wo ist er da hinten? Der Seeengel. Jetzt von Dezember bis März, ganzen Tag fangbar im Meer. Das war nicht schlau. Noch ein Seeengel. Also einen hätte ich noch im Meer. Wenn wir den gefangen haben, kümmern wir uns ums Tauchen, denke ich mal. Und dann im Fluss. Das war jetzt auch nicht so. Habe ich im Ansatz schon gesehen, dass es Kacke war. Nein, die wollten wir nicht. Du bist bestimmt ein Seeengel oder sowas. Das Ding ist, wir müssen da eigentlich gar nicht mehr. Was wir jetzt brauchen, ist ein Riemchenfisch. Der ist, glaube ich, etwas länger. Ja, wir kriegen tausende von Seeengeln. Dementsprechend sollten wir, glaube ich, eher so größere Fische versuchen zu fangen. Und verjagen die Kleinen einfach in der Hoffnung, dass da was Großes spawnt. Schon mal hier im Fluss zwischendurch. Da ist aber irgendwie auch nicht viel.
Was ist denn hier los immer im Fluss? Da ist was. Ja, natürlich. Das siehst du wieder nicht, ne? Ach, wir haben auch nur den Stint im Fluss. Das sind gar nicht so viele Tierchen. Das hier ist nicht Fluss. Das könnte vielleicht auch sein. Ich weiß es gar nicht. Kann auch sein, dass es ein etwas noch länglicherer Schatten ist. Na. Da war ich mir jetzt nicht mehr sicher mit dem Schatten. Du bist es auch nicht. Da. Ich habe so das Gefühl, dieser Riemchenfisch ist wieder so ein seltenes Ding. Ja, natürlich drehst du dich um. Brennt dir der Helm oder was? Komm, bitte sei... Ach nein, das ist der Bitterling. Ich würde sagen, bitte sei der Stint. Jetzt fange ich den wahrscheinlich auch nie wieder, den Stint. Nie, nie wieder. Eigentlich habe ich den schon verloren gesehen. Irgendwie haben wir gerade kein Glück. Auch im Fluss nicht. Sag mal, was mache ich denn hier? Ich kriege diesen Riemchenfisch nicht. Nein! Der war lang, oder? Leck mir doch am Arsch. So, aber du bist jetzt das, was ich will. Hm? Brauchst dich gar nicht umdrehen. Ich fühle mich gerade verarscht.
Ich will kein Döbel. Nee, das wird nichts. Ah, wieder ein Bitterling, ey. Das ist aber bitter. Na, beißt der noch an? Ah, war zu groß, ne? Hab ich mir irgendwie schon gedacht. Aber der hier sieht vielversprechend aus. Ja, gut. Weil ich muss ihn ja abgeben, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. So kann man die Fische nicht fangen. Das ist schon wieder so ein Kalmar. Oder das. So, ich will mal eben. Ins Meer gehen, weil. Da können wir einen Hummer fangen. Ganzen Tag. Also probieren wir das nochmal. Das ist halt die Frage, ne? Wie lange brauche ich, um einen Hummer zu fangen. Oh, das Ding sieht groß aus. Vielleicht ist es der Hummer. Nein, es ist natürlich wieder die Anemone. Haben wir jetzt Glück? Ich glaube, dass so ein Hummer auch sich eher bewegt dann. Ich habe das Handy gepiept, aber das, was es vorhin nicht getan hat, aber auch nur wegen Meilen. Guck mal, der kommt mir doch schon entgegen, das ist er. Ah. Schade. Echt schade, ne?
Da heißt es auf der Meileninsel, geht das meist schneller. Weil da eher so die Tiere spawnen, die jetzt neu reingekommen sind. Irgendwie habe ich das Gefühl nicht so. Bei den Fischen schon. Bei den Fischen eben schon. Aber jetzt hier bei den Meerestieren, man sieht ein neues, ne? Das ist natürlich... Wie hoch ist das Spawnrate? Keine Ahnung. Ja, das wird wohl kein Hummer sein. Ah, den lassen wir auch wieder frei, natürlich. Den kleinen Nacktsportler. Ja. Welchen machen wir zuerst, ne? Bewegt sich auch nicht, also ist die Anemone. Ja, kann natürlich jetzt auch sein, dass auch wenn es nur der Hummer ist, ich weiß es nicht, was er an Geld einbringt. Wenn das was Teures ist, spawnt er natürlich nicht so oft wie andere Sachen. Oh, da ist was Großes, was sich bewegt. Du bist der Hummer. Den Gießkannenschwamm, den haben wir doch. Aber ich glaube, der ist ein bisschen was wert. Den tauschen wir mal gegen... verkackten Barsch. Die sind eh nichts wert. Die Seegurke, ich glaube, die ist auch ein bisschen was wert. Ich bin mir nicht sicher. Wir tauschen trotzdem mal. Wir haben so viele Barsche. Bloß nicht den Spind. Ach, guck mal, die Karausche kann auch raus. Hab ich gerade gesagt, bloß nicht den Spind? Ich pack den Spind in meinen Stint. Oh Gott. Natürlich meinte ich den Stint. Ja, ja. Alter FKK-Vieh hier, ey. Hier was Großes, was sich nicht bewegt. Ich wollte gerade sagen, das kann nur die Anemone sein. Ja, ich weiß. Ich will nur einen Hummer haben. Kein leichtes Unterfangen anscheinend. Yay. Kann ich Sushi machen? Oh Mann. Ich hab doch gedacht, es wird ein bisschen einfacher. Wieder eine Seegurke. Bitterling hatten wir schon. Dübel können wir auf jeden Fall freilassen. Der ist ja gar nichts wert. Glaube ich. Ein Bitterling weiß ich jetzt gar nicht. Glaube aber, der ist auch nicht viel wert. Ich glaube, der wollte sich gerade noch... Nein, wollte sich nicht bewegen. Ah... Ja, ich glaube, wir haben kein Glück.
Ja, das haut wenigstens schon mal ab. Aber es ist nur ein Seestern. So, ich schwimme jetzt noch Richtung... Richtung Flughafen. Und dann wollte ich sagen, sehen wir uns... Ja, der schwimmt weg. Zu Hause wieder. Ach, wieder so ein Seestern, ey. Bis wir da sind. Am Flughafen. Ich muss diesen Fisch da nochmal ausprobieren. Der sieht so verdächtig aus. Aber er ist es nicht. Na gut, aber ein, zwei Tierchen haben wir. Gut, Angel ist eh im Arsch. Brauche ich mir zu Hause eine neue. Ich würde sagen, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann offscreen nochmal die ganzen Tiere fangen. Weil wir sind ja echt kurz vor Beendigung des Kompendiums. Das wäre schon geil. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.